It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Ja, Freunde, und somit darf ich euch recht herzlich begrüßen zu unserer gemeinsamen epischen Reise zum Dark Souls 3 Platin Walkthrough. 100% Dark Souls 3. Dark Souls 3 ist ein wahnsinnig gutes From-Software-Spiel. Für mich das drittbeste nach Bloodborne und Demon's Souls. Episch und großartig. Hat einige Schwächen auch, aber das meiste ist doch sensationell. Vielleicht ein paar kurze Worte zu der Platin. Das ist definitiv die Platin von From Software, die was am anstrengendsten ist. Ja? Also man muss das Spiel dreimal durchspielen. Wir müssen 107 Ringe finden. Wir müssen alle Gesten sammeln. Es gibt etliche Questlines, was man sehr leicht verbocken kann. Es gibt drei Enden. Aber für das bin ich ja da, Freunde. Ich werde euch da durch dieses Spiel durchführen. Gemütlich, Schritt für Schritt. Wir werden uns da Zeit nehmen, wir werden das Spiel ordentlich bekämpfen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Charaktererstellung an. Erste, es ist noch nicht so schwer, wir geben einen Namen ein. Da nehme ich in Dark Souls eigentlich immer die Nameless Queen, denn es gibt einen Boss, ne? Kann ich schon mal ein bisschen spoilern, der heißt so ähnlich, das ist der schwerste Boss aus Dark Souls 3. Und ich stelle da immer die Nameless Queen auf. Ich spiele eine Dame. Jung. Und jetzt die Klasse schauen wir uns gleich an. Begräbnisgeschenk. Da haben wir Ring des Lebens. Erhöhte TP finden wir im Spiel. Braucht man nicht. Göttlicher Segen. Ein einmaliger Verbrauchsgegenstand. Stand, der was die TP wiederherstellt. Braucht man nicht.
Die verborgene Segnung ebenfalls. Schwarze Feuerbombe braucht man nicht. Der feurige Edelstein wäre sehr gut, ja, wenn man gleich eine Waffe mit Feuer durchwirken will. Die herrenlose Seele, das ist ja der große Seele zu Beginn, braucht man auch nicht. Die rostige Goldmünze ist auch gut. Da findet man mehr Gegenstände. Der Augapfel braucht man gar nicht. Und ich nehme den jungen weißen Zweig. Den braucht man fürs zweite Gebiet. Später dazu mehr. Wie gesagt, alle von diesen Items sind jetzt nicht so wichtig wie zum Beispiel noch in Dark Souls 1 der Generalschlüssel. Also, es kannst du wirklich wählen, was wollt. Es ist nicht so wichtig. Ich nehme den jungen weißen Zweig. So, Aussehen habe ich mir schon mal vorgefertigt. Da, perfekt. Das ist der Name des Queen. Und somit brauchen wir nur mehr die Klasse. So, für Beginner, was noch nie Dark Souls 3 gespielt haben, würde ich definitiv den Ritter empfehlen. Der Ritter hat ein verdammt gutes Schwert schon zu Beginn, eine richtig gute Rüstung, ein tolles Schild, also ist wirklich der absolute Beginner, die Beginnerstarterklasse. Ich werde ihn aber nicht spielen. Der Söldner hat 16 Geschicklichkeit und ja, das zeichnet den Söldner eigentlich aus. Ist für mich jetzt nicht so interessant. Der Krieger wäre eigentlich sehr interessant, weil er hat die meiste Stärke und ich sag's euch gleich, ich werde in diesem Playthrough definitiv auf Stärke gehen, weil es gibt nichts Geileres, als wir Dark Souls 3 mit fetten Nahkampfwaffen zu bestreiten und sich direkt in die Kämpfe mit den Megabossen zu dreschen. Aber ich werde auch den Krieger nicht nehmen, ich sage euch gleich warum. Der Herold hat viel Glaube und Glück, das ist eher die Starterklasse, obwohl er ein tolles Schild hat, ist eher die Starterklasse, was ich persönlich jetzt nicht so geil finde. Der Dieb, ja, der hat 13 Geschick, Stärke hat er nur 9, das ist nicht so geil, aber ich möchte ein bisschen Geschicklichkeit zu Beginn, denn jetzt kommt's. Ich will gleich im ersten Gebiet den Pfeil und Bogen verwenden für einen Drachen. Und da möchte ich schon ein bisschen mein Geschick hoch sein, denn der, glaube ich, braucht 14 Geschicklichkeit oder so. Der Assassine hat 14 Geschicklichkeit. Stärke hat er, wo sind wir da bei der Stärke? Hat er 10. Und er hat was in der Hand, was mir persönlich natürlich sehr, sehr gut gefällt. Und das ist ein Parierschild. Und somit kommen wir zum nächsten Punkt. Leute, lernt in Dark Souls 3 die Gegner zu parieren. Das ist echt schwer. Es ist schwerer als in Bloodborne. Es ist schwerer als in Dark Souls 1. Und es ist schwerer als wie in Dark Souls 3. Aber wenn ihr das Parieren heraus habt, dann kann ich euch garantieren, dann habt ihr das Spiel in der Hand und nicht umgekehrt. Ich empfehle euch wirklich, lernt's parieren, Leute. Der Zauberer, ja klar, es gibt mächtige Zauber in Dark Souls 3. Ist aber jetzt für mich auch nicht aktuell so OP wie in Dark Souls 1 oder 2. Der Pyromant ist für mich die größte Enttäuschung in Dark Souls 3. Ich weiß, es gibt viele Leute, die spielen gern den Pyromanten. Ist zu Beginn auch sehr stark mit dem Feuerball und so, keine Frage. Aber, hat er das geilste Outfit, aber im Endgame dann finde ich den Pyromanten, besonders im DLC bei den Bosse, egal, ich habe einen Pyromanten ran gemacht, egal welche Zauber, du, die stärksten Pyromantien sind dann eher nicht so geil. Ich persönlich bin nicht so der Fan, andere lieben ihn. Kleriker, klar, gehe gar nicht drauf ein, habe ich noch nie gespielt, will ich nicht spielen. Und der Bettler wäre gut eigentlich für den Start, weil der hat die ganzen Werte halbwegs verteilt, ne? 10, 10, 10, 10. Gibt da coole Level 1 Runs, habe ich auch schon mal probiert, bin nicht so weit gekommen, ist dann doch ein bisschen schwer, muss man öfter üben. Ich bin jetzt nur am Überlegen. Ich glaube, ich werde echt den Assassinen nehmen, weil der einfach schon 14 Geschick hat und ich werde dann halt alles in Stärke reinbuttern. Er hat nur 10 Vitalität, ist natürlich auch nicht so gut. Oder Erm da. Vitalität 10, der hat zumindest den Dolch. Alles andere. Na, Leute, ich nehme den Assassinen wegen dem Schild. Sag's ganz ehrlich, wegen dem Schild. Passt. Die Waffe ist für die Bullshit, aber wir finden im ersten Gebiet schon eine Axt, die was definitiv besser ist als diese Waffe, denn das ist so ein Degen, der sticht nur zu. Wie gesagt, ist jetzt nicht so wichtig, wir können umskillen, aber das Schild ist schon mal für mich ein ausschlaggebender Punkt. So, Erstellung abschließen. Los geht's.
Ich hab Bock auf Dark Souls 3. Wieder ein langes Projekt, das längste bisher. Aber wir werden das Schritt für Schritt alles erledigen und wir werden im ersten Gebiet schon einige Geheimnisse finden. Ihr müsst mir ein bisschen verzeihen, falls ich noch nicht ganz so perfekt spiele. Ich habe jetzt da sehr viel Returnal gespielt, 200 Stunden, und sehr viel Resident Evil Village, 100 Stunden. Also ich bin ein bisschen draußen aus den Souls Games. So, herrlich, ja, mir gefällt das. Na, parieren. So, kurz ein bisschen zum Inventar und zur Steuerung. R1 ist der Angriff, ja, ich kann mit diesem Schwert gar nichts anfangen. R2 ist der starke Angriff. Und R2 gedrückt halten ist der geladene Angriff. Okay, ja. L1 ist blocken und L2, na, parieren. Tüdü. Zum Inventar. Da haben wir die ersten drei Plätze unserer Waffen. Die unteren drei Plätze, da haben wir sogar einen Zauberstab haben wir dabei, den brauche ich nicht. Ich tue nicht zaubern. Da haben wir eben Schilder und Zauberstäbe und oben Waffen und Bogen. Dann die Ausrüstung, da lege ich gleich mal die Haube ab. Da haben wir die Ringe, 4 Stück kann man ausrüsten in Dark Souls 3. Da die verschiedenen Pfeilarten, da haben wir dann für den Eid, wo wir gerade sind, die Eidwappen. So viel zu dem. Da haben wir das Inventar mit den Verbrauchsgegenständen, Upgrade-Materialien, Schlüssel-Items, Zauber, Gespenst, was haben wir da eigentlich? Schluckt Geräusche des Wirkers. Okay, neutralisiert Fallschaden. Zauber brauchen wir natürlich alle. Ne? Da haben wir die Waffen, Bogen und so weiter und so fort. Und mehr brauchen wir aktuell mal nicht wissen. Dreieck ist die Waffe zweihändig nehmen. Oh Gott, das wird jetzt eine Katastrophe. So, das ist der erste Gegner. Versuchen gleich mal zu parieren. Jawohl. Und rein. Wie gesagt, das Parryen in Dark Souls 3 ist für alle From-Software-Spiele meiner Meinung nach die schwerste. Mit Kreis gedrückt halten ist Sprinten. Da finden wir die erste Seele, Leute. Hui. Lernt das Parieren, glaubt's mir's. Glaubt's mir's, Leute. Ja, Schaden macht er zumindest. So. Wir erhalten den Asche-Estus-Flakon. Was ist das? Der Estus-Flakon, wie man links unten sieht, ist unsere Heilung. Gibt es übrigens auch eine Trophäe, wenn man 15 Estus-Flakons findet. Der Asche-Estus-Flakon ist jetzt nicht für die Heilung, sondern links oben beim Lebensbalken sieht man unten den blauen Mana-Balken. Der ist für Zauberer und Kleriker zum Auffüllen der blauen Leiste. Das kann man sich ja beim Schmied dann verteilen. So zum Beispiel, wenn man jetzt 10 Estus hat, kann man 8 zum Beispiel Heilung und 2 Asche-Estus werden wir dann verteilen, dass wir alles auf Heilung legen. Außer ihr spielt einen Zauberer, dann würde ich das ein bisschen aufteilen. So, wir sehen auch hier schon den Backstep, ne, den kennt man eh schon aus Demon's Souls. Zack, hinten rein. Einfach anschleichern, die Gegner R1 drücken oder umkreisen beim Kampf R1 und passt. Ne? So. Wie gesagt, die Schild, schau, wir umkreisen den Gegner. Wichtig ist, bevor er R1 drückt beim Backstep, das Schild runternehmen, sonst funktioniert es nicht. Ne? Seele. Ah, es war zu spät. Muss ja auch wieder mal reinkommen. Ich brauche ganz dringend Vitalität, Freunde. Das schaut gerade schlecht aus. So, jetzt kommt schon ein harter Gegner für den Beginn, muss man wirklich so sagen. Wofür bekommen jetzt Down in der Lebensleiste? Schaut gerade furchtbar schlecht aus. Denn der droppt ein Titanitbrocken und den brauchen wir unbedingt. Und der gibt da sehr viel Seelen, 4000 an der Zahl. Aber ist für den Beginner verdammt schwerer Gegner.
So, immer mit der Ruhe. Ganz ruhig bleiben. So, gefährlicher Typ. Jawoll. Ausdauer gebrochen, Digga. Heilung. Okay, Kollege, spring, wäre mir am liebsten. So, und wir haben unsere Titanitschuppe, Freunde, und 4300 Seelen. Die Waffe gefällt mir nicht, muss ich sagen. Seele eines unbekannten Reisenden nehmen wir auch noch mit, natürlich. Ich meine, die schaut cool aus, ja, aber naja, naja. So, und gleich erhalten wir auch unsere erste Trophäe. Oh, heilige Klerikerglocke. Die Waffe ist zwar nicht schlecht vom Schaden her, aber die Stichattacke gefällt mir nicht. So, da haben wir natürlich eine herrliche Aussicht. Schaut euch das an. From Software, ich liebe dich. Das macht schon wieder so Bock. Es gibt halt nichts Geileres als so Spiele mit Schwertern und solche Aussichten. Es gibt nichts Geileres. Bitte, From Software, haut's endlich Elden Ring raus. So, die erste Trophäe. Jawohl, Trophäe erhalten, entfacht. So, der nächste Kollege. Pariert. Und rein in die Eingeweide. So, da brauchen wir jetzt einen herzhaften Sprung. Da bekommen wir die erste Titanitscherbe, Freunde. Jawohl. Ah, runtergefallen. Egal, wir machen eine Ehrenrunde. So, Drop Attack, anvisieren, runterfallen lassen, R1. Immer wieder mächtig in From Software Games. Ein Stück genügt. So, jetzt gehen wir da hoch. Okay, zwei Stiche. Die Waffe habe ich so noch nie gespielt, muss ich sagen. Yes. Kleine Titanitscherbe. Jetzt holen wir uns noch. Ich brauche dringend Vitalität, Freunde. Jetzt holen wir uns da noch Brandbomben, 5 Stück. Drop Attack. Mächtig. So, Brandbomben, 5 Stück. Hier rüsten wir uns gleich aus. 5 Stück, perfekt. So, und jetzt können wir schon zum Boss laufen. Ich würde sagen, ich setze mich noch kurz ans Leuchtfeuer, um wieder 3 Heilungen zu haben. Backstab. Leuchtfeuer und direkt zum Boss. Wir erhalten die Geste Ruhen. Die erste Geste. Ich habe mich vorhin gar nicht hingesetzt, komme ich gerade drauf. So, der Judex Gundyr, oder wie ich ihn nenne, der Alex Günther, ist
der erste Boss. Wir ziehen das Schwert aus ihm heraus. Klingt auch irgendwie falsch, der Satz. Und dann hauen wir dreimal hin. Und dann versuchen wir ihn zu parieren in der ersten Phase. So, dreimal. Drei oder viermal. So, und jetzt. Okay. Pariert. Und rein da. Schlechter Schaden. Pariert. Frage, geht er schon in die zweite Phase? Nein. Das ist gut. Hoppala. Heilung. Okay. Jetzt kommen. Brandbomben ausrüsten, Freunde. Und durchdodgen. Und durchdodgen und ihm den Rest geben. Ja. Yeah. Oh, zwei Trophäen. Judex Gundyr und die zweite wird gerade ein bisschen überlesen. Zwei Trophäen, die dritte Trophäe schon heute und das gewundene Schwert. Ja, war jetzt nicht perfekter Kampf, ne? Aber es hat gereicht. Und wir haben jetzt Glut wiederhergestellt. Genau, das ist die Trophäe gewesen. Was bedeutet Glut? Glut ist das, wenn man menschlich ist. Ne? Jetzt haben wir immer, wenn man einen Boss besiegt oder wenn man direkt das Item Glut zu sich nimmt, dann geht man in die menschliche Form. Was ist Glut? Glut ist das, wenn wir zum Beispiel PvP spielen wollen, was wir übrigens nicht machen. Wir machen einen kompletten Offline-Platin-Walkthrough. Wenn wir PvP spielen wollen oder wenn zum Beispiel entweder in der Spielewelt, was wir oft für Platin brauchen, wenn die an dieser oder dieser Stelle auftauchen, wir sind nicht im Glutmodus, dann werden wir die nicht sehen. Aber für das bin eben ich da, dass ich euch zeige, wo und wann ihr Glut einsetzt. Am besten auch immer vor einem Bosskampf, dass ihr viel Leben habt. Und ganz wichtig, im Gegensatz zu Demon's Souls, hat es überhaupt keine Auswirkung auf irgendeine Weltentendenz oder so. Das gibt es nämlich nicht in Dark Souls 3, Weltentendenz. Das ist komplett egal, ne? Überlegt euch immer gut, wenn ihr Glut einsetzt. So, und wir begeben uns jetzt Richtung Feuerbahnschrein. Ich nenne das ja gerne in Dark Souls 3 Nexus 2.0. So, da erhalten wir ein gerades Bruchschwert. Ja, schaut, das ist so inspiriert vom Nexus, das ist unfassbar, der Feuerbahnschrein. Die Waffe. Kein großer Fan. Aber lange habe ich es ja nicht. Mir geht es um Schild eigentlich. So, da kommt der Hundi gleich. Der bewacht eine Glut. Ja, From Software Games und Hunde, man kennt es, ne? Da haben wir die erste Glut. Sehr gut, ne? So, jetzt zeige ich euch noch was. Und zwar haben wir da ein Schild, das Ost-West-Schild. Das brauchen wir aber nicht, das verkauft man. Warte, diese Katastrophe. So, da oben steht ein Gegner, der mit der Rote da, der ist absolut übermächtig und one-hittet uns. Sobald ich eine bessere Waffe habe, werden wir den auch bekämpfen, denn der ist perfekt zum Parieren üben. Wenn ihr den Gegner pariert, ohne Schaden zu nehmen, dann habt ihr Dark Souls 3 schon zu 80% geschafft. So von, außer die Bosse jetzt, so vom Durchkommen her von den Standardgegner. Der Gegner haut einen nieder. Man kann den ganz leicht da runterhauen, dann ist er tot. Wir bekommen viele Seelen und eine Uchi-Katana, ja. Könnt ihr machen,
Ich will aber den parieren, denn den kann man wunderbar parieren. Das ist einer der zu schwerst parierbaren Gegner und wenn man den kann, dann kann man alles schaffen, Leute. Das machen wir im nächsten Part, wo wir eine bessere Waffe haben. Die zweite Glut, und jetzt gehen wir rein in den Nexus. Für mich bleibt es der Nexus. Haben wir da noch was? Genau, da haben wir noch einen Heimatknochen. Heimatknochen ist, wo wir den praktisch einsetzen, kommen wir zurück zum nächsten letzten Leuchtfeuer. Oder wir können direkt in den Feuerbahnschrein reisen. So, gehen wir rein in die gute Stube. Der Feuerbahnschrein, ne? Also für mich ist das der Nexus. Aber nicht so wie in Demon's Souls, da gibt es keine Selbstmordzeit im Nexus. Nein, denn das brauchen wir nicht, wie gesagt. So, wir reden jetzt mit den NPCs. Das ist die Feuerhüterin. Und da können wir leveln. Los geht's. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Und da können wir jetzt eben leveln. Machen wir gleich. Farewell, Ashen One. Sie hat uns schon gesagt, wir müssen da die vier Lords finden. Da sieht man die Throne, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Throne. Denn ein Lord sitzt schon da. Da, der Ludelt, oder wie der heißt. Mit dem reden wir gleich. Der stellt uns später Bosswaffen her. Wir können ja gleich mal zu den kleinen Würstel schauen. So, bin ich falsch gesprungen. Toll. Ludeth oder irgendwie wie der heißt, ne? Da brauchen wir aber erst den Wandlungsofen, damit man bei dem Bosswaffen machen kann. Und der bekommen wir erst im zweiten Gebiet vom zweiten Boss, Leute. All that unkindled, and a seeker of lords. I am Ludleth of Corland. Ludleth. Look not in bewilderment, as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? Es erklärt uns unsere Aufgabe. 5 thrones will take 5 lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Genau, aktuell können wir da eh noch nicht mehr tun. Er hat uns jetzt auch gesagt, wir müssen die anderen 4 Lords finden, now, die Hauptbosse im Game. Do not be away over long. Mir gefällt es in Dark Souls 3, diese Musik im Feuerbahnschrein, dann diese ruhige Stimmung, so gut. So, jetzt reden wir mit einem äußerst wichtigen NPC, denn der gibt uns im Laufe der Zeit immer wieder Gegenstände. Ah, another one roused from the sleep. Another one bites the dust. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Und wir halten die zweite Geste im Spiel zusammenbrechen. Don't you think? Und wie so oft in From Software Spiele, immer wieder die Gespräche und die Dialoge wiederholen, bis dass sie sich eben wiederholen. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire.
We're not fit to lick their boots. So, das haben wir schon gehört, okay, passt. Ja, das ist eben auch einer, der was die Aschefürsten suchen soll, aber man merkt schon, er ist nicht ganz so begeistert. So, ganz eine wichtige Händlerin, derer können wir immer wieder Asche bringen und dann erweitert sie ihr Inventar. Wir finden im Laufe der Zeit immer wieder Asche und das bringen wir ihr dann. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Genau. Da können wir eben Sachen kaufen. Und Leute, jetzt ganz wichtig, wir kaufen uns sofort was. Wir kaufen uns einen Prismastein, ein Stück. Und wir kaufen uns das große Lederschild. Warum, zeige ich euch gleich. Großer Lederschild, kaufen. So. Wir könnten jetzt nur mit ihr sprechen. Bei ihr ist es nicht so wichtig. Sie sagt eben nur dann, dass sie mir Asche, dass wir Asche bringen können. Ashen One, be sure to bring more soul. So, das nächste wichtige Männlein ist der André, der ist bekannt aus Dark Souls 1, das ist der Schmied, ne? Der was von 0 bis 24 Uhr dieses eine Schwert da schmiedet, Respekt, Digga. Well, a newcomer, I see. I am André. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Und bevor wir da weiterschauen, lassen wir ihn sprechen, denn er hat die nächste Geste für uns. Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. Weitersprechen? There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well. And they won't let you down. Und wir halten die Geste Hurra. Er hat uns jetzt eben auch schon gesagt, dass wir Waffen durchwirken können. Das müssen wir auch für Platin. Wir müssen alle Waffen durchwirken. So, jetzt können wir eben verstärken, durchwirken, reparieren brauchen wir fast nie, wird nie kaputt. Estus Flakon zuweisen. Ne? Durch das, dass wir nicht zaubern, geben wir alle auf die linke Seite. 4 Stück. Und verstärken, falls wir eine Estus-Scherbe finden. Wie gesagt, es gibt 15 Estus und wir finden im Lauf der Spielwelt immer Scherben und jetzt gleich auch eine. Pretty, be careful. I don't. Das haben wir mal der Ole kennengelernt und jetzt kommt auch schon der Trick. Erfahrene Dark Souls-Spieler kennen das natürlich. Wir gehen raus. Rauf und raus. Ah, falsche Seite. So, Freunde. Da gehen wir rauf. Und da gehen wir raus. So, da haben wir einen Baum. Ne? Ein Riesenbaumsamen noch nicht gefallen. Kommt später. Mit den Riesenbaumsamen kann man beim PvP
kann man, wenn man den einsetzt, gehen die Gegner auch auf den Invader los. Ja, recht lustig. Braucht man nicht für Platin. Da haben wir Seele. So, und da würden wir jetzt 20.000 Seelen brauchen, um bei der Verkäuferin den Schlüssel zu kaufen. Wir machen das anders. Wir springen direkt da hoch. Ja, das kann ein paar Versuche dauern. Ist gar nicht so leicht. Ich schaue mal kurz ums Eck, ob wir da noch ein Item haben. Nein. Jawohl, geschafft. Da haben wir 3 Stück Heimatknochen, sehr geil. So, wir müssen nur gleich nochmal hochspringen. Denn was wir uns jetzt holen, ist Funkeltitanit. Ganz ein wichtiges und seltenes Upgrade-Material. Jetzt müssen wir da langlaufen. Da runter und da finden wir die erste Echse. Aber schon. Perfekt und ein Stück Funkeltitanit, majestätisch, Freunde. Und wir werden gleich noch mehr Funkeltitanit erhalten und das ist für den Beginn schon wirklich gut. Und zwar, ja, da steht der rote Typ, ne? Da, wenn wir, da gehen wir jetzt noch nicht runter mit dieser Waffe. Ah nein, wir müssen gar nicht mehr hochspringen. Oder? Nö, wir sind schon da, ne? Wir haben jetzt gerade 20.000 Seelen gespart und erhalten da, also wir werden jetzt wen kennenlernen, den was man aus Demon's Souls gut kennt, ne? Da haben wir Snuggly die Krähe. Wir werden jetzt gleich was eintauschen, aber zuerst heben wir hier die legendäre Estus-Scherbe auf. Somit haben wir schon eine Heilung mehr, haben wir schon 5 dann. Und jetzt legen wir den Prismastein ab, was wir uns gekauft haben. Ablegen. Ja. Ein Stück Funkeltitanit und das Lederschild legen wir auch ab. Und noch ein Funkeltitanit. Das ist majestätisch, Freunde. So, da ist eine Secret Wall. Und wir erhalten hier unseren ersten Ring von 107. Und das ist gleich ein richtig guter Ring. Und schaut jetzt auf die Kette, denn es gibt auch Mimikkisten. Die Kette geht nach hinten. Und bei der ersten Mimik werden wir dann sehen, wie die anderen, wie die ausschaut. Den silbernen Schlangenring, ein sensationell guter Ring gleich zu Beginn. Der was gefallene Gegner bringen mehr Seelen, ne? Also gleich einer der besten Ringe zu Beginn. Okay, ach, die Waffe, eine Katastrophe, ne? So, und jetzt werden wir leveln. Dazu die ganzen Seelen essen. Vitalität und Stärke. Also, nehmen wir 13 Vitalität und Stärke. So, jetzt werden wir dieses Schwert von Alex Günder, von Indux Gündür, vom ersten Boss da einsetzen. Ne? Das legendäre Dark Souls Schwert, das Leuchtfeuer. Wir werden zu André gehen, die Estus-Scherbe einlösen, damit wir 5 Heilungen haben. Ah, just what need. Estus-Flakon
verstärken. Ja. Und zuweisen 5 Stück nach links. Passt. Pretty. Und wir reisen ins erste Gebiet, Freunde. Hohe Mauer von Lothric. Es gibt eben auch eine Trophäe für alle Leuchtfeuer. Alle Leuchtfeuer finden. Angekommen. Auf der Hohen Mauer. Sehr geiles Gebiet, sehr geiles Game. Schaut sich das an, hör. Einfach nur geil. Das sind die Spiele, was wirklich gut sind. Diese Kulisse jedes Mal wieder fantastisch. Leuchtfeuer entzündet. So, Achtung, da haben wir schon einen. Ja, bösen Mann. Da haben wir Hunde. Und die will ich eigentlich killen. Wir kurz warten, bis das da sind. So, der Hund ist da. Hey. Geht ja gar nicht die Waffe. Oh oh. Pariert. Gott, die Waffe ist wirklich nicht gut, möchte ich mal anmerken. Und lernst das Parieren, Freunde. Nicht so. Oh Gott, die wird schon sterben jetzt. Okay, muss ich dann zurückgehen. So ein bisschen. Und zweihändig und dann macht man mehr Schaden. Wir machen schlechten Schaden. Wir müssen echt eine Waffe finden. Das ist ganz wichtig. Aber Gott sei Dank gibt es da eh noch nicht viel. Bei diesem Gang, denn das ist der Shortcut dann da unten, da können wir jetzt eh noch nicht weiter. Das heißt, wir können uns jetzt dann nochmal ans Leuchtfeuer setzen. So, den müssen wir besiegen da. Backstep. Oh! Ungute Stelle, ungute Stelle. Wir backsteppen uns da durch und erhalten hier den Langbogen und das ist der Grund, warum ich mit viel, weil wir können den jetzt schon führen, weil der braucht 14 Geschick und wir haben genau 14. Das heißt, wir können jetzt schon einen Bogen haben. Das ist cool. Haben wir noch eine Fast Roll? Ja, passt. Können wir ausgerüstet lassen. So, mehr gibt es da nicht. Das war eben der Langbogen. Und wenn wir jetzt den Krieger genommen hätten, hätten wir da erst Geschick 9. So, und da unten geht es dann eben zum Shortcut, wie gesagt. Der ist eben da, ne? Können wir später rein. Morgen! Da haben wir noch eine Seele, da hinten ist nichts mehr. Passt, dann gehen wir die andere Richtung lang.
setzen wir uns hin. Und jetzt gehen wir da runter. Bei dem Gegner könnt ihr auch parieren üben da, der Typ. Das schaut leichter aus, als wie das ist, Leute, glaubt's mir. Wir schlachten alles ab. Schnauze. Okay, zu spät waren wir. Komm, Kollege. Mir gelingt es nicht immer. Man sieht es Perrin. Muss auch wieder mal reinkommen, wie gesagt. Wird schon lange nicht mehr Dark Souls gespielt. So, hört doch euch noch da. Ja, die Waffe ist natürlich ein großer Nachteil, dieser Zahnstocher da. Katastrophe. Brandbombe. Na komm, Bruder. Ach Gott. Ah, bitte. Auch ich muss noch üben, man sieht es. Aber es geht doch nicht darum, wer der Beste ist. So, wie kommt man zu dem Item, habe ich mich jahrelang gefragt. Also wirklich, mein Leben ist nur um das Item gegangen. Und es ist eigentlich gar nicht so leicht. Gar nicht so schwer, man muss darauf. Wir töten den Glockenhaini da. Dann töten wir den Typen. Gehen da runter und sind beim Item und da haben wir schon goldenes Kiefernharz, somit machen wir Blitz auf die Waffe. Aber wir sind da oben noch nicht fertig, denn da gibt es ja noch was. Und zwar das Fernrohr. So. Achtung, Falle, ne? So, aufstehen. Fernglas haben wir da noch. Nicht platinrelevant, aber man kann es zum Beispiel nutzen für solche wunderbaren Aussichten. Schaut euch an, wie geil das aussieht. Spielerei. Ich brauch's nicht. Was ich brauche, ist eine Waffe. Und zwar schnell. So, somit hätten wir das da oben abgegrast. Weiter geht's drunten. Wir gehen da runter. Seele. Und haben da jetzt die erste. Ach Gott! Jetzt kommt der Drache. Komm, hau zu. Ah, zu spät, zu spät. Verzögert. Ja, muss ich auch wieder üben. Jetzt haben wir ihn.
So, ich brauch viel zu viel Estus, aber ich gehe dann eh wieder zum Leuchtfeuer zurück. Mir ist das wurscht. So, schnell sein. Hier. So, und da werden wir jetzt wahrscheinlich verrecken. Da haben wir eine Mimik, ne? Die Kette geht noch vor. Da wäre aber eine Waffe drin, was ich gerne haben würde, haben wollen würde. Darum versuche ich das jetzt einfach. Haut so richtig zu. Jawoll! Ganz wichtig, wenn uns die trifft, sind wir fast tot und wir halten die abgründige Streitachse. Kann man die schon führen? Kann man die schon führen? Yes, die ist viel besser. Denn die hat 96 Dunkelschaden und jetzt sind wir im Spiel, Leute. Jetzt sind wir im Spiel, die ist viel besser. Die werde ich auch gleich mal dann hochziehen ein bisschen. Ich habe nur kein Estus mehr, das ist ein bisschen schlecht. Und auch zu wenig Pfeile, dass ich den Drachen besiegen kann. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich habe nur 12 Pfeile. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt werde ich gleich auf die Schnauze kriegen, also verdient er nicht. Oder doch. Der macht mir mehr Angst. Okay, er gibt mir richtig, ne? Alles klar! War schlecht. Sehr schlecht sogar. Puh, muss ich auch wieder jetzt rauskriegen, die parieren. So, wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder, Leute. So, eines ist so sicher wie das Amen im Gebet, dass mir das sicher nicht nochmal passiert. Damit du nicht demütigen vor dir! Hast du gehört? So geht es, du Schweinebacke. Und wir erhalten eine Glut und die Lothric Ritterstulpen. Das ist natürlich cool. Servus. Seele eines verlassenen Leichnams. So, da hat der Drache noch nicht genug gewütet. Gott, ich hasse Mobs-Gegner. Ich hasse Mobs-Gegner. Ich kann man nicht parieren. Eisenrundschild ist auch ein Top-Schild, muss man auch sagen. Eisenrundschild, das droppt eigentlich sehr selten. So, jetzt wird ein bisschen Ruhe reinbringen da. Da könnte man dann den Drachen von da töten. Das machen wir dann auch, aber ich habe noch nicht genug Pfeile. Das ist ja auch gefährlich. Wir haben Dolche mit kritischen Schaden. Wo ist der andere?
Sehr gut. So, da gehen wir noch nicht lang. Da geht es dann runter zu einem Typen, der was jetzt noch eingesperrt ist. Das bringt nichts, wenn wir da jetzt schon raufgehen, runtergehen, weil wir den Schlüssel noch nicht haben. Hier haben wir ein Leuchtfeuer. Und eine kleine Titanitscherbe. Perfekt. Mehr ist da nicht. So, jetzt kommt da rechts einer hoch. Der bleibt unten. Und der auch da. So, jetzt ist folgendes, da verwandelt sich gleich einer in ein Biest und wenn man schnell genug ist, kann man den killen, aber ich will den killen in Biestform, denn der Typ droppt eine kleine Titanitscherbe und eine Glut, aber nur wenn er in Biestform ist, deshalb lässt man sich verwandeln, ne? Da verwandelt er sich. Ballern auf den. Schnell, denn der kommt weg. Und noch eine. Und wir haben ihn. Perfekt. Na, und wir halten nur jetzt in dieser Form kleine Titanitscherbe und eine Glut. Das ist sehr geil. Und da haben wir schon die nächste Kristallechse. Fuck. Haben wir perfekt. Da haben wir jetzt einen kruden Edelstein. Brauchen wir für Durchwirkung der Waffe. Seele eines Leichnams. Herrlich, herrlich von Schmeichelt. So, jetzt gehen wir da runter. Und werden beschossen. Kommen alle rauf. Hose eines Deserteurs. Besser als Gorka-Hosen, sage ich immer. Und Brandbombe. So, Kollege. Komm. Motiviert ist er. Gefällt. Gefällt weniger. Ich nehme so viel Schaden nur aktuell. Das ist krass. So, da haben wir glaube ich die schwarze Feuerbombe, oder? Ja, drei Stück schwarze Feuerbomben. Jetzt gehen wir da runter. Jetzt kommt da ein harter Gegner. Zuerst kommt der Idiot da. Ja. So, der Typ da. Ei, ei. Der ist auch nicht von schlechten Eltern, muss man mal. Aber wir können ja mit dem fetten Arsch da reinhauen. Und nochmal. Und wir haben ihn. Sehr geil. Gibt gut Seelen, ne? Gibt 330, gibt nicht gut Seelen. Eine Glut. Da ist ja noch irgendwo einer. Da vorne ist dieser Idiot. Perfekt, dann noch ein Rapier. Somit völlig noch eine Glut, denke ich. Oder grüne
Irgendwo liegt da noch eine grüne Blüte, oder? Oder täusche ich mich da? Täusche ich mich, glaube ich, jetzt. Okay, da liegt die nicht hier. Egal, komplett egal, ne? So, jetzt. Tot. Wo ist der Kollege? Auch tot. Es wird gefährlich, denn da gibt es jetzt diesen Shortcut, wie gesagt. Wir haben es geschafft, dass wir zwei schon runterkicken. Sehr gut. Haben wir gut gelöst. Ich glaube, da gibt es die grüne Blüte, oder? Ja, Ausdauerregeneration, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? So, und da haben wir den Shortcut. Der führt uns jetzt nach oben zum Leuchtfeuer. Da ist der Typ mit der Axt. Wurfmesser. Wir fahren wieder runter. Ganz wichtiger Shortcut. So. Genau, da gehen wir dann, geht's Richtung Boss, da gehen wir dann später runter. Nur ganz was Wichtiges vergessen, und zwar den zweiten Ring. Perfekt. Ring der Opferung. Wenn man den anlegt, dann zerbricht er, aber man verliert die Seelen nicht. Also wenn man viel Seelen bei sich trägt, ist der ganz geil. Aber wie gesagt, der zerbricht da, und darum ich los im Inventar für die Ring Trophy. So, das ist jetzt sehr gemein. Da kommt ein Ritter, den kann man nicht gut parieren. Mit seinem depperten Speer. Die sind echt übel. Komm her. Komm, du Sack. Der haut so geschissen immer. Ich hasse ihn so sehr, so ein unsympathisches Arschloch. Der haut immer so zu wie ein Mädchen. So will ich das sehen. So, tot. Ja, das ist natürlich sehr unangenehm zu bekämpfen, der Typ. Aber egal, ich brauche unbedingt mehr Vitalität. So, hoch zu dem Idioten. Und pariert. Rein ins Gesicht. Und jetzt finden wir Jägeramulett, und Untoten Jägeramulett dient dazu, Mimics zu öffnen, ohne dass sie aggro werden. Ist ganz nett, muss ich sagen. Und dienen auch dazu, im PvP-Kampf die auf Gegner zu hauen. Ups. Damit sie die nicht mehr heilen können.
könntest deinen Dolch droppen, da wäre ich sehr dankbar, mein Freund. Okay. Kleine Titanitscherbe, sensationell. Aber jetzt wird es ja richtig übel. Jetzt kommen wir in den Raum, der was richtig abgeht. Der schwerste Raum in dem Gebiet. Seele eines Leichnams. So. Grüne Blüte, zwei Stück. Da unten ist nämlich der Raum schon. Schaut, wie der steht. Schaut, wie der Idiot da steht und glaubt, man merkt es nicht. Leider nicht, mein Freund. So, da müsste das Breitschwert nehmen. Jawohl, sehr gutes Schwert. Bleib aber bei der Axt aktuell. So, jetzt müssen wir ein bisschen da mit Feuerbomben arbeiten. Besonders beim Hundi. Zuerst holen wir uns ein sehr gutes physisches Schild. Was haben wir da? Morgen. Keine Mimik. Ein sehr gutes Schild, möchte ich mir sagen, zu Beginn. Die Silberader Langspitzschild. Verdammt gut. Jetzt ist es wichtig, da nicht zu sterben in diesem Raum, aber das ist eigentlich, ja. Ich gehe jetzt schon mal, ich nehme eine Glut zu mir, ich habe schon 7, denn ich brauche sie eh beim Boss dann. Und werde jetzt versuchen, diesen Raum zu überleben. Der ist eben gar nicht so leicht, das sind ziemlich heftige Gegner. Und das Schlimmste ist der Hund und den möchte ich gleich mal treffen. Scheiße, ihn aus dem Fokus verloren. Und ist tot. Wir müssen einen nach dem anderen pullen. So, der erste ist down. Das ist mir sehr gut. Und jetzt kommen die kleine Titanitscherbe. Der zweite Hund ist schon hochgekommen. Der bewacht den Schlüssel. Okay, passt. Sehr gut. Hund ist down. Und nochmal einen Estus-Flakon. Und es sind nur 3 Gegner unten oder so. Oder 2. Da ist auch eine Estus-Scherbe. Toll. Down. So. Wir holen uns da die Estus-Scherbe. Sehr gut. Jawohl, haben wir gut gemeistert, Leute, haben wir gut gemeistert. Und dann noch das Wichtige. Okay, der Hund ist hier oben. Wir können den Schlüssel holen. Herrlich, Gefängnisschlüssel, super läuft es. Jetzt können wir schon zum Grey Rut gehen und ihn befreien. Es ist wirklich sehr gut gelaufen. Und dann können wir sie schon Richtung Boss aufmachen. Gehen wir da hoch. Hab Bock auf Dark Souls 3, Leute. Hab Bock. Ja, was? Ah, schaut, da liegt nur Item. Seele.
jetzt gehen wir runter, da wartet noch ein harter Gegner. Parieren, wenn ihr pariert, pariert ihr Dark Souls das Game. Weiß jetzt nicht, wie man da reinkommt, und sie sagen, egal. Da haben wir einen Arschlochgegner, der was uns sehr gerne töten will. Mit sind nämlich Ölfässer und der haut da natürlich Feuerbombe drauf. 8 Wurfmesser. Ja, ja. So, Kettenbrecher kennt man aus Demon Souls und wir sind bei unseren Grauratz oder keine Ahnung wie man den ausspricht, Grey Rat. Ein Händler. Ah, you're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Natürlich. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Wir bekommen den legendären blauen Tränensteinring und den sollen wir jetzt der Loretta geben. Die werden wir auch treffen im nächsten Gebiet. Allerdings dazu später mehr und der Grey Rat ist jetzt unser Händler. Und ich würde sagen, okay, wir haben. Ja, es ist ein bisschen riskant, jetzt da noch weiter zu gehen, ehrlich gesagt. Ich werde es trotzdem machen, weil ich ein Depp bin. Nein, ich gehe jetzt zurück. Ich gehe jetzt zurück. Und werde ein bisschen leveln. Und dann werde ich schauen, ob ich beim Grey Rat Pfeile kaufen kann. Dann werden wir den Drachen erledigen und dann gehen wir Richtung Boss. So machen wir das, Freunde. So, da geht's jetzt zum Leuchtfeuer. Wir haben jetzt die Waffe aufleveln. Ah, da ist sogar hat der sein Zeichen gelegt. Ja, zur Hilfe braucht man nicht. So, allerwichtigstes zuerst. Estus Flakon abgeben. Scherbe, Estoscherbe. Ah, das ist gut, wasn't it? Verstärken, ja. Perfekt, ist Nummer 6. Also, Estos-Flakon. Waffe verstärken. Ich muss mich entscheiden, ich schau mal kurz. Pretty, be careful. I don't. Welche Waffe nehme ich? Langschwert 110 plus 16 ist eine gute Waffe. Kettenbrecher nein. Breitschwert ist auch gut. Ist auch gut, ja. Ich bleib bei der Axt, denn die hat Dunkelschaden, das ist nicht schlecht. Nur dabei, also bis zur nächsten guten Waffe. Verstärken. Passt, haben wir auf plus 1
und eine kleine Titanic-Scherbe brauchen wir auf plus 2, haben wir nicht. So, verkaufen wir was. Verkaufen. Die grüne Blüte 5 Stück. Die Wurfmesser verkaufe ich. Die Seelen kann man da verkaufen, das ist genauso viel wert, wie wenn man es abfloppt. Und das Fernglas. Von da verkaufe ich nichts. Schon gar nicht die Zauber verkaufen, die brauchen wir. Verkauft die Keule. Erm da. Verkauf alles, brauche ich nicht. Bogen auf keinen Fall. Schild. Das Schild. Das lasse ich, das behalte ich mir. Das verkaufe ich auch. Ashen One. Be sure to bring so, jetzt level ich. Welcome, how speak. Very well, then take now. Und in Stärke noch was. Ja. Farewell, Ashen One. So, jetzt schauen wir zum Grey Red, ob der schon für uns was Feines hat. Na, da sitzt der Kollege. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. So, schauen wir mal. Was hat er für uns? Er hätte das Langschwert, was wir verkauft haben. Streikkolben, ja, nicht schlecht. Faustschild ist gut. Elchgeweihschild, nee. Ah, der hat auch noch keine Pfeile zu kaufen, das ist schlecht. Nur Brandpfeile. Ah, doch, gewöhnliche Pfeile. Kaufen wir gleich mal 134. Passt. Sehr gut. Den kann man immer wieder wegschicken in Grey Red. Der wird uns immer wieder neue Waren besorgen. So, hast du was Neues zum Sagen? What a sick ausgeht. Nein. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Boss. Ich schaue noch, ob ich die Stulpen anziehen kann und ich dann noch eine Fastroll habe. Ja. Ich versuche es, den Drachen zu töten, Freunde. Ich sollte doch vielleicht meinen Bogen einmal aufleveln. Das wäre auch nicht so schlecht. Und ich meinen Bogen einmal upgrade. Ah, das geht nicht. Geht nicht, weil mir Seelen fehlen. Die werden wir uns aber jetzt auftreiben. 450 Seelen, die treiben wir uns jetzt auf. Verkaufen. Was verkauft man? Das sicher nichts. Also viel haben wir nicht zum Verkaufen. Wir verkaufen noch mal das da. Die Handschuhe. Das und das. Ränge gar nicht. Ja, ich verkauf das wirklich. Ich brauch das nicht. Jawohl, geht sich perfekt aus. Jetzt upgraden wir den. Ah, das geht nicht. Waffe verstärken, den perfekt. Pretty, be careful. 99 haben wir, jetzt müssten wir eigentlich den Drachen killen können. Probieren wir's. Wo geht's am schnellsten hin? Mal kurz überlegen. Ja, eh hier lang, ja. Hohe Mauer. Ich kassiere aktuell nur zu viel Schaden, ich habe eine schlechte Rüstung. Also es ist vielleicht wirklich nicht die beste Starterklasse, aber ich wollte eben den Pfeil und Bogen führen können. Ah, der mit seinen Verzögern da. Das ist echt gemein ab und zu. Ruhe.
So, Kollege, hä? Wie geht's? Ich hasse dich. Ja. So, gehen wir runter. Achtung, Fallschaden, nicht einfach runterplumpsen lassen. Yes! So. Das kann jetzt dauern, Freunde. Gegangen, den Drachen killen. So. Dark Souls macht 100-mal mehr Spaß mit Parieren. Jetzt versuche ich das von da einfach. Ja, es funktioniert. Oh fuck! Das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass er das macht. So funktioniert das nicht. Das muss irgendwie anders gehen. Wie ist denn das schnell gegangen? Das ist doch irgendwie... Das ist doch irgendwie so von unten gegangen. Vielleicht so, oder? Ja. Ja, ich melde mich, wenn er down ist, Leute. So, der Drache ist tot. Oder er fliegt zumindest weg. Große Titanitsche, aber genau wegfliegen tut er. Tot ist er nicht. Ne? Tot ist er nicht. Hat gar nicht so lange gedauert. Okay. Warst du es wert, deine eigene Starterklasse zu nehmen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir bekommen das Item und es ist ein Claymore! Es ist ein Claymore! Und jeder, was meinen Demon Souls Platin Walkthrough gesehen hat, weiß, wie sehr ich diese Waffe liebe. Und ich kann es nicht führen, denn ich brauche 16 Stärke. Ich liebe mein Claymore. Oh. Claymore, es wird hochgezogen, Freunde. Nicht das ganze Spiel, es gibt eine Waffe, die was besser ist als alle anderen. Stärkewaffen, ne? Aber das Claymore ziehe ich immer hoch, auf jeden Fall.
Und es gibt ein paar so geile Bosswaffen, Leute. So geil. So, jetzt gehen wir zurück. Und clearen das Gebiet vom Boss. Dann reisen wir nochmal zurück. Und dann gehen wir zum Boss. Auf die Schnauze gerade bei euch pennen, Alter. So. Ah, ich habe einen Estus-Flakon geschenkt bekommen von irgendeinem Online-Spieler. Danke, Mann. So, ich habe einen Pfeil im Schädel. Ist auch nicht schlecht. Jetzt holen wir uns die nächste Trophäe. 5 Trophäen werden es heute von 43. So. Wir setzen uns hin. Oh, der hat die Ring City Waffen vom DLC. Ganz am Ende bekommt man die. Richtig geil, der Typ. Die Waffen sind pervers, Alter. Oh, das ist mal geil. Danke, Digga. Tja, was sagst du jetzt? Kleine Titanitscherbe. Ja. Kann man da farmen. Aber zahlt sich nicht aus. Wir bekommen da so viele. So, ich muss kurz husten, Leute. Ich muss mich kurz muten. So. Aufzug rufen. Durchlaufen, da kommen die ganzen Gegner. Kommen sie nach? Nein. So, jetzt ist doch heftig. Natürlich sind einige Ritter unterwegs. Das ist der größte Arsch da gleich. Komm her gleich. Ich hasse den. Das ist wirklich so in diesem Gebiet mein Nemesis. Jawohl! Ich muss schon wieder husten. Moment. Ist erledigt. So, die dürften eigentlich kein Problem sein. Doch, sind's. Droppst du was? Kleine Titanitscherbe, danke du Arsch. So, der vorletzte. Das müsst ihr können, Leute. Das müsst ihr können, parryn. Armbrust des Ritters. Werde ich nie benutzen, aber danke.
Luzerne? Mhm, okay. So, jetzt holen wir uns die nächste Trophäe und das Banner, damit wir ins nächste Gebiet können. Beim ersten Mal spielen bin ich da so oft, habe ich das Banner so lange gesucht, die alte gibt's einen. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. So we become common banner. Kleines Banner von Lothric. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Und Trophäe erhalten, der blaue Pfad. Sehr gut. Passt, wenn wir die jetzt töten würden, würden wir zu einem Endgame-Boss kommen. Ich könnte den zwar besiegen, aber ich mache das bei diesem Platin-Walkthrough definitiv nicht, weil das haut ja das Spielerlebnis komplett durcheinander. So, jetzt kommt nur eine sehr große Challenge. Wirklich sehr große. Der irre Typ da. Der ist wirklich irre. Aber der droppt einen Edelstein, einen kruden. Oder einen scharfen, ich weiß gerade gar nicht mehr. Danke. Der hat aber Leben Ende nie. Weg, 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 weg. Oh. Jawoll, er ist down. Einen gealterten Edelstein brauchen wir und gibt gut Seelen. Naja, gibt eigentlich nicht gut Seelen. So, jetzt haben wir da eigentlich alles geklärt. Können wir einen Estus trinken? Soll ich schon zum Boss gehen? Reichen 4 Estus? Ich weiß es nicht. Ich riskiere es nicht. Na, ist ja wurscht. Ich gehe nochmal zurück. Da geht es zum Boss rein. Geh nochmal zurück mit einem Heimkehrknochen. Dann tue ich nochmal leveln. Und dann laufen wir direkt zum Boss durch. So. Welcome home, speak. Very well, then talk Hegnar. Nehmen wir Stärke, ha? Huh? Belastbarkeit wäre auch nicht schlecht. Oder Kondition. Nein, ich gehe zuerst 20 auf Stärke. Na, Kondition. Farewell, Ashen One. So. Aha! Gegenstand kaufen. Sollen wir das Kettenhemd nehmen? Ich glaube schon, ich nehme das. Die Hose auch. Ashen One. Beach One. So. Das hat viel mehr Verteidigung, ja. Ich habe nicht mehr eine Fast Roll, das ist sehr gut. Passt, dann ab zum Boss, Freunde. Ab zum Bossi-Boss.
falsch. Boah, kein Schild bei dem Boss. Diesmal nicht. Oh je. Das war jetzt nicht gut. Ne? Geh! Du Sack! Ich hasse dich und deine Familie. Ich hasse dich und deine Familie, Kollege. So, Boss Time, muss ich mich nur mehr heilen, Wahnsinn. Sehr viel Dodgen bei diesem Boss. Los geht's. Es ist der Wort vom Nord. Immer unten bleiben. Achtung. Und er ist down. Easy, Boss. Trophäe erhalten. Wort vom Nordwendtal und seine Bossseele. Und die ist richtig cool, denn da gibt es echt eine gute Waffe dann. Wir machen das Leuchtfeuer an. Und wir werden gleich Zeuge einer fantastischen Aussicht. Schaut euch das an, Freunde. Wahnsinn. Echt geil. Wir reisen ins nächste Gebiet. Anno Londo Flashbacks, überhaupt ist Dark Souls 3 voller Fanservice, also es ist krass, aber schaut sich jetzt diese Aussicht an. Ein wunderschönes Spiel, Dark Souls 3. Wir sind in der Untotensiedlung im zweiten Gebiet von Dark Souls 3. Das erste haben wir zu 100% gecleared. Ich werde jetzt viel in Stärke leveln, damit ich das Claymore führen kann. Claymore geht immer. Ah, so wie das Leuchtfeuer übersehen. Da haben wir es. So, Freunde. Und genau da, also ich gehe kurz zurück in den Feuerbandschrein.
Genau, da beenden wir den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir haben, wie gesagt, definitiv alles erledigt, was für Platin wichtig ist. Es ist erst der Beginn einer großen, großen Reise. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Würde mich natürlich über Abo, Like und Kommentar wieder mal extrem freuen. Kostet euch nichts. In diesem Sinne bin ich für heute raus und wir sehen uns beim nächsten Part zu 100% Platin Dark Souls 3. Euer Jack FromSoft.